Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 322. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns jeden Tag durch dein Wort ansprichst. Und Herr, gib, dass wir es auch persönlich auf unser Leben anwenden. Dass wir verstehen, dass du uns nicht quälen möchtest, nicht ärgern möchtest, sondern dass du uns zu dir ziehen möchtest. Gib, dass wir bereit sind, Sünde. Und Fehlverhalten einzusehen und dass wir uns nicht so sehr darum kümmern, was andere Menschen über uns denken, sondern darüber, was du über uns denkst. Wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sein dürfen durch deinen Geist und dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Das bitten wir ihm und danken es im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1 Samuel Kapitel 16. Samuel hat von Gott den Auftrag erhalten, nachdem nun er gelernt hat, dass Saul verworfen worden ist, nach Bethlehem zu gehen und dort einen Sohn Isais zum neuen König zu salben. Wir lesen in Vers 4. Und Samuel macht es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem, da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Eine ganz ähnliche Szene, wie auch schon in 1. Samuel, Kapitel 9, als der Saul dann bei so einem Schlachtopfer, bei so einem Festmahl ähm, zum König, ähm, oder wo, wo Sa Samuel ihn, ihn kennenlernt und äh, sie andeutet, dass er König werden wird. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir können uns so leicht in Menschen täuschen. Und das trifft sogar einen Propheten wie Samuel, der jahrzehnte Erfahrung im Werk Gottes hatte, der eine enorme Menschenkenntnis gehabt haben muss, der ja als Richter über Jahrzehnte viele Streitfälle entschieden hat, der als Priester einen direkten Kontakt zu Gott hatte. Auch er war in der Gefahr, sich in Menschen zu täuschen und in einem Menschen etwas zu sehen, was Gott nicht sah, beziehungsweise umgekehrt, das nicht zu sehen, was... Gott tatsächlich dort sah wenn es nach Samuel ging hätte er diesen Eliab zum König gemacht wir dürfen uns niemals darauf verlassen was ein Mensch denkt wer am besten geeignet ist für eine Aufgabe wer Gott ist selbst ein Samuel kann sich täuschen wenn sich Samuel täuschen kann dann kann sich jeder von uns täuschen um herauszufinden wer wirklich für ein Amt für eine Aufgabe bestimmt ist von Gott müssen wir von ganzem herzen beten und gott die sache überlassen da rief isai den Abinader und ließ ihn vor samuel vorübergehen und er sprach diesen hat der herr auch nicht erwählt da ließ isai den schammer vorübergehen er aber sprach diesen hat der herr auch nicht erwählt so ließ isai sieben seiner söhne vor samuel vorübergehen aber samuel sprach zu isai der herr hat diese nicht erwählt und samuel fragte den isai sind das alle jungen männer er, sprach, er aber sprach der jüngste ist noch übrig und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Der Jüngste war so unbedeutend, dass Isai nicht einmal auf die Idee gekommen ist, ihn für diesen besonderen Anlass von den Schafen wegholen zu lassen. Da sandte er hin und ließ ihn holen und er war rötlich und mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn. Denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbt ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Heilige Geist erfüllte David. Wenn Gott uns zu einer Aufgabe beruft, ganz egal wie unerfahren, oder untalentiert wir vielleicht zu sind oder zu sein scheinen in dem moment wo gott uns beruft sendet er seinen heiligen geist um uns zu befähigen diese aufgabe dieses amt was immer es auch ist in seinem sinn und nach seinem willen zu seiner freude auszuführen aber der geist des herrn wich von saul und ein böser geist von dem herrn schreckte ihn sprachen Sauls Knechte zu ihm, siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu erschrecken. Nun, Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Ganz offensichtlich sagt dieser, sagt dieser Abschnitt ja, dass Gottes Geist sich zurückgezogen hatte. Aber Gott lässt es dadurch zu, indem er seinen Geist zurückzieht, dass jetzt dämonische Mächte einen viel stärkeren Einfluss auf Saul ausüben können. Gott Lässt es zu, weil er allmächtig ist, ist er letztendlich, der, der die letztendliche Verantwortung auch dafür trägt. Im Sinne davon, dass er es zugelassen hat. Unser Herr, sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen war, versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir besser geht. Da sprach Saul zu seinen Knechten, seht euch um nach einem Mann, der gut auf Seiten spielen kann und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der Burschen und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen, der das Seitenspiel versteht und auch ein tapfer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön und der Herr ist mit ihm. David war nur ein Hirte, aber schon als Hirte war es offensichtlich, dass Gott mit ihm war und sein Ruf ging über seine eigene Schafherde hinaus. Wenn wir mit Gott verbunden sind, ganz egal an welcher Stelle des Lebens Gott uns gerade hingestellt hat, können wir einen, einen positiven Einfluss zur Ehre Gottes ausführen, sodass auch andere wissen, dass Gott uns segnet. Da sandte Saul Boden zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir. Da nahm Isai einen Esel beladen mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm, und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Geistliche Musik, Musik die von einem Menschen gemacht wird, der wirklich vom Geist Gottes erfüllt ist, hat eine positive Wirkung auf unseren Körper, auf unseren Geist, ja, auf unseren geistlichen Zustand. Man kann die Sache auch noch von einer anderen Perspektive sehen. Wenn es möglich ist, durch geistliche Musik Dämonen zu vertreiben, dann ist es wohl nicht unwahrscheinlich, dass man auch durch ungeistliche Musik, durch Musik, die von fragwürdigen, ja bösen, okkulten Wurzeln herkommt, auch Dämonen anziehen kann. Gebe Gott, dass wir im Alltag Musik hören und Musik auswählen, die uns näher zu Gott bringt und sein Wesen und sein Wort näher in unser Herz ziehen lassen. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephesdamen. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister und die Philister standen am jenseitigen Tag, die Israeliten aber am diesseitigen Berg, äh, am jenseitigen Berg, Verzeihung, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns die Gabe der Musik geschenkt hast und dass wir durch gute geistliche Musik selbst erbaut werden können und auch ein Segen für andere sein können, wenn du uns musikalische Fähigkeiten gegeben hast. Aber Herr, wir haben heute auch gelernt, dass ganz egal, wo wir sind, welche Gaben und Fähigkeiten du uns persönlich gegeben hast, dass wenn dein Geist uns erfüllt, dass wir ein Licht sein können. Selbst wenn wir nur in Anführungsstrichen die Schafe hüten und das andere davon mitbekommen, dass du mit uns bist, das wünschen wir uns für den heutigen Tag im Namen Jesu. Amen.